Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Greta Silva und in diesem Film geht es um Nein sagen können. Oh weia, das ist für mich eine ganz, ganz schwierige Disziplin. Aber ich kann ja mal von meinen kleinen Lernerfolgen, aber auch von meinen noch zu lernenden Sachen berichten. Also wo ich es geschafft habe, ganz gut Nein zu sagen, wenn ich gebeten werde, etwas zu tun, was ich eigentlich nicht tun möchte, dann ist es, wenn man anfängt, mir ein schlechtes Gewissen zu machen. Also du kannst doch diesen oder jenen nicht hängen lassen. Und die haben ja alle möglichen Argumente dann, wieso das nicht ginge. Und damit ich mich eigentlich schlecht fühlen soll. Und da habe ich mittlerweile gelernt zu sagen, oh, das tut mir wahnsinnig leid, aber da muss ich in diesem Fall Nein sagen. Ich bin aber sicher, ihr findet da jemanden. Oftmals geht es ja über eine dritte Person, aber auch wenn die Person direkt zu mir kommt und versucht, da mir ein schlechtes Gewissen einzureden, dann kann ich auch argumentieren und sagen, ich bin absolut sicher, du kriegst das hin und du entweder findest da jemanden oder aber du kannst das längst alleine regeln, du brauchst mich dafür gar nicht mehr. Und ich freue mich schon auf deine positiven Berichte dann und Ende. Ich rechtfertige mich nicht mehr. Das ist eigentlich etwas, was ich mal im Job gelernt habe, generell als Argumentationshilfe war da mal so ein Seminar, dass man nicht Argumente liefert, warum denn nicht, weil ich vielleicht jetzt gerade zu viel Arbeit habe oder weil ich irgendwas anderes mache, dann ist der andere immer versucht, dagegen zu argumentieren. Ja, das wäre ja bald vorbei oder dieses kann ich dir abnehmen oder irgendwie so. Nein, gar keine Gründe liefern. Ich wurde bislang, glaube ich, für mich jedenfalls in Erinnerung, erst einmal gefragt, warum denn nicht? Und dann habe ich gesagt, oh, dafür gibt es gerade viele Gründe, aber ich muss da leider bei meinem Nein bleiben. Bitte akzeptiere das jetzt mal so. Und Ende. Also dann wirklich schon guten Tag, guten Weg oder ein anderes Thema oder so etwas wählen. Das, wie gesagt, kriege ich schon relativ gut hin. Aber wo es mir immer noch schwer fällt und man sich fragen kann, woran das liegt, wenn man also anfängt, mich zu loben. Mit Lob und Anerkennung erreicht man bei mir tatsächlich am meisten. Ich erinnere auch noch ein Beispiel, und da war ich tatsächlich schon weit über 50 im Job. Ich war ja nun selbstständig und da ist es ja so, dass man manchmal ganz wahnsinnig viel zu tun hat und dann gibt es auch mal wieder andere Phasen. Aber ich war in dieser Phase unglaublich viel zu tun. Ich habe über 4 Jahre tatsächlich gut mit 4 Stunden Schlaf die Nacht auskommen können. Und ein Auftraggeber kommt ins Büro und sagt, das kann kein anderer, das müssen Sie machen und ja, am liebsten schon gestern. Und ich wusste sehr wohl, dass diese Person wusste, dass das meine Schwachstelle ist sozusagen, denn ich habe ansonsten seinen Lob und seine Anerkennung schon immer sehr genossen. Also ich flachste also zurück und sage, ja, klar, ich kenne den Trick und so. Nachdem ich also erstmal ganz klar Nein gesagt hatte, hieß es, es geht nicht, es kann kein anderer, ich selber könne es auch nicht und so. Da habe ich gesagt, jeder ist ersetzbar. Das sind nämlich seine Worte gewesen. Ich habe gedacht, damit würde ich ihn dann kriegen. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe es gemacht. Obwohl ich eigentlich nicht mehr konnte. Und da arbeite ich natürlich auch enorm dran, dass ich da trotzdem die Souveränität habe, das zu machen, was ich wirklich will. Und da komme ich dann natürlich auch zu so einem Spiel, ist es Harmoniebedürftigkeit? Kann ich da gar nicht sagen. Ich hatte keine Sorge, die anderen Aufträge loszuwerden oder dass er schlecht von mir denkt oder so. Das war gar nicht meine Baustelle sozusagen. Und oder dass sie eben recht machen wollen, das sind ja auch alles nochmal so Beispiele, die damit hineinspielen, wieso man nicht Nein sagt. Und dann habe ich nochmal so ein Wechselspiel festgestellt, das da lautet, wenn er eine das macht, ziehen sich die anderen zurück. Und da gehe ich jetzt gar nicht in Jobbeispiele, sondern wirklich so im Privatleben. Sei es in Vereinen oder größeren Gruppen, wo einfach Hilfe gebraucht wird, oder auch in Familien, wenn Kinder ihre
nicht ihre Eltern pflegen, das meine ich gar nicht, sondern sich drum kümmern, wenn sich da jemand kümmern. Und auch wenn es mehrere Geschwister gibt, die das eigentlich tun könnte, wenn es einer macht, ziehen sich die anderen alle zurück. Das habe ich also auch selber erlebt. Und dieses Phänomen, man bedauert das dann die anderen haben dann so Argumente wie, oh, ich könnte das ja nicht und wie toll, dass du das da machst und nee, mit Alten, also nein, also das ist wirklich nicht mein Ding. Die fangen ja dann schon recht schnell das Jammern an. Ich glaube, die Gesellschaft da draußen weiß gar nicht, was da alles dazugehört, wenn Menschen so etwas machen. Das ist also unglaublich viel Arbeit. Einsatz, emotionaler Einsatz auch. Und man möchte ja nicht dieses Wechselspiel auf dem Rücken der Eltern jetzt ausprobieren. Mal gucken, was passiert, wenn ich es nicht mache. Ob dann die anderen doch kommen und zwar nicht nur alle Vierteljahr mal mit dem Blumenstrauß vorfahren und dann vielleicht zum Essen einladen, sondern es geht ja um dieses tägliche oder ja, alle zwei Tage oder irgendwie sowas, wo dann wieder irgendwie Not am Mann ist und da etwas gemacht werden soll. Also und dieses Wechselspiel habe ich in anderem Zusammenhang bei mir jedoch auch beobachtet. Das heißt, ich habe mich zurückgezogen, wenn ich sah im Bekanntenkreis oder so, jemand macht es ja schon. Sprich, es wurde jemand gesucht, kann das jemand organisieren oder machen oder so und jemand anders war dann bereit, das zu machen. Dann habe ich also auch ein bisschen die Hände in den Schoß gelegt und dachte, hey, hier läuft ja jetzt das Gleiche ab, wie das, was du ja eigentlich nicht willst. Und für mich die Lösung ist jetzt schon seit einiger Zeit, dass ich mich dann quasi als Hilfsperson für diese Person anbiete. Dass ich das gar nicht im offenen Kreis sage, sondern mich hinterher an den wende, der gesagt hat, ich übernehme das und, und sage dann, okay, du kannst mich einsetzen. Ne? Also wo kann ich dir helfen? Ich möchte nicht vorne in der ersten Reihe stehen. Das kriege ich auch im Moment nicht hin. Aber demjenigen dann helfen und da Handlanger sein. Und das geht auch ganz gut. Also wenn man da dann ein bisschen Rückendeckung macht. Also dieses Thema Nein sagen können und das Wechselspiel einer macht und alle anderen ziehen sich zurück. Also ist ja auch ein schwieriges Ding und vielleicht gibt es ja noch Tipps, die ihr für mich habt, wie ich lernen kann, auch Nein zu sagen, wenn es um Lob und Anerkennung geht und wie ihr damit umgeht, interessiert mich natürlich auch sehr. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Überlegen, wie man sich da verhalten kann und vielleicht auch tatsächlich so ein paar Sätze zurechtlegen. Also das hat mir geholfen, ne? Dass man kurz und knapp das formuliert und dann auch dabei bleibt. Ganz viel Spaß dabei. Tschüss!